Aconit ist eines unserer wichtigsten Akutmittel und sollte in keiner homöopathischen Notfallapotheke fehlen. Der Sturmhut oder auch blauer Eisenhut genannt, gedeiht im Gebirge und gehört zur Familie der Hahnenfußgewächse Ranunculaceae. Er enthält Aconitin, ein neurotoxisches Alkaloid, und wurde in der Antike zu Mordzwecken verwendet. Die Form der Blüten erinnert an die alten Sturmhelme der Soldaten. Wie ein Sturm treten die Beschwerden, die Aconit indizieren, plötzlich und heftig auf und werden von hochgradiger Unruhe und Angst begleitet. Beispielsweise plötzlich einsetzendes Fieber, begleitet von ängstlicher Ruhelosigkeit, plötzliche, heftige Schmerzen, begleitet von einem Zustand nervöser Unruhe, akute Luftnot, die Panik hervorruft. Die Beschwerden bessern sich im Freien durch Ruhe und durch Zuspruch. Aconit ist das erste homöopathische Mittel bei Folgen von unerwartetem Schreck und Schock. Auslöser können zum Beispiel Unfälle, Operationen, traumatische Geburtserlebnisse, Übergriffe, Todesfälle oder Naturkatastrophen sein. Noch Jahre später kann Aconit bei anhaltenden Ängsten und Panikattacken durch ein unbewältigtes Schockerlebnis gute Dienste leisten. Bei Flugangst hat sich Aconit neben Argentum Nitricum und Gelsemium bewährt. Der Aconit-Zustand zeigt eine unkontrollierte Sympathikusaktivität. Der Körper steht unter starker Anspannung. Der Puls ist schnell, der Patient verspürt beängstigendes Herzklopfen. Typisch sind Kribbel- und Taubheitsgefühle, zum Beispiel der Hände. Brennendes Hitzegefühl und Erregung halten den Kranken wach oder lassen ihn in einen von ruhelosen Träumen begleiteten Halbschlaf fallen, aus dem er leicht wieder aufschreckt. Der Kranke zeigt einen ängstlichen, gehetzten Ausdruck, das Gesicht ist gerötet, gegebenenfalls ist eine Wange rot, die andere blass. Häufiger Auslöser von Aconit-Beschwerden ist die Einwirkung von kaltem, trockenem Wind. Beispielsweise eine Trigeminusneuralgie, einseitige Lähmung oder Taubheit des Gesichtes nach kaltem Wind oder Zugluft, zum Beispiel durch eine Klimaanlage. Oder plötzlich einsetzende Bindehaut, Mittelohr, Tonsillen oder Kehlkopfentzündung nach Einwirken von kaltem Wind. Akut erscheinen heftige, reißende, schneidende Schmerzen, gegebenenfalls begleitet von Kribbel- und Taubheitsgefühlen, zum Beispiel bei einer Ischialgie. Mitunter schreien die Patienten vor Schmerzen. Häufig ist Aconit im Anfangsstadium einer Erkältung indiziert. Plötzlich erscheint hohes Fieber, häufig um Mitternacht. Die Haut ist trocken und heiß, das Gesicht ist im Liegen rot und wird beim Aufrichten blass. Schwindel beim Aufstehen. Wie bei allen Aconit-Zuständen ist eine ängstliche Unruhe zu beobachten. Aconit ist das erste Mittel bei Verletzungen der Augen, zum Beispiel durch Fremdkörper oder nach Augenoperationen. Auch bei Schneeblindheit oder Verblitzen der Augen, zum Beispiel beim Schweißen, kann Aconit hilfreich sein. Typisch ist ein Sandkorngefühl im Auge. Eine weitere wichtige Indikation für den Einsatz von Aconit ist Harnverhalt, begleitet von großer Unruhe. Bewährt hat es sich bei Harnverhalt der Mutter nach Entbindung. Aber auch beim Harnverhalt des Neugeborenen kann eine Gabe Aconit oft die Blasenentleerung in Gang bringen, sodass keine Katheterisierung erfolgen muss. Wegen des schönen Winterwetters unternimmt die Mutter mit ihrem Sohn einen Spaziergang. Die Sonne scheint, aber ein eisiger Ostwind weht. Um 23 Uhr erwacht der Junge plötzlich mit heiserem, bellendem Husten. Er wird von der Mutter auf dem Arm gehalten, ist sehr ängstlich und unruhig, keucht und hat die Augen weit aufgerissen. Wenn die Mutter ihm zuredet, wird er etwas ruhiger, auch die frische Luft am offenen Fenster tut ihm gut. Da weder ein inspiratorischer Stridor, Stimmlosigkeit, Speichelfluss oder Fieber vorliegen, ist eine bakterielle Epiglottitis unwahrscheinlich und es kann von einer viral verursachten, stenosierenden Laryngotracheitis Grad 1 ausgegangen werden. Für die homöopathische Mittelwahl sind folgende Symptome hilfreich und im Arzneimittelbild von Aconit zu finden. Auslöser: kalter, trockener Wind, plötzliche Atemnot um Mitternacht, große Angst und Unruhe,
getragen werden, Zuspruch und frische Luft bessern. Aconit ist neben Spongia und Hepasulfuris eines der wichtigsten Arzneimittel bei Krupphusten. Der Junge erhält 3 Globuli Aconit C30. Angst und Unruhe legen sich und der Husten ebbt langsam ab. Bis 5 Uhr hat der Junge noch eine anstrengende Atmung und ist dann beschwerdefrei. Da sich das Beschwerdebild unmittelbar nach Mittelgabe rasch verbesserte, konnte auf eine Prednisolontherapie und eine stationäre Einweisung verzichtet werden. Die Aconit-Beschwerden kommen plötzlich und heftig und sind begleitet von ängstlicher Unruhe. Auslöser für den Aconit-Zustand kann ein emotionaler Schock oder Schreck sein oder die Einwirkung von kaltem Wind. Typische Symptome von Aconit wären zum Beispiel reißende, heftige Schmerzen, begleitet von Kribbelparästhesien oder Taubheitsgefühlen oder Schwindel beim Aufrichten. Der Aconit-Zustand verbessert sich durch Ruhe und Zuspruch oder Aufenthalt im Freien. Typische Indikationen für Aconit sind plötzliches hohes Fieber im Anfangsstadium von Erkältungen oder Infektionen, plötzliche nächtliche Luftnot bei Krupphusten, Augenverletzungen oder Harnverhalt nach Entbindung.